Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich möchte euch heute von Dunlap das Crybaby 95Q zeigen. Das Dunlap Crybaby wurde 1966 erstmalig vorgestellt und ist wohl eins der renommiertesten Wah-Pedals, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Ja, was ist der Unterschied zu dem Dunlap Crybaby 95Q? Das Originale, nämlich das Dunlap Crybaby 95, ist ein ganz herkömmliches Wah-Pedal. Das bedeutet, wir haben ein Pedal, welches mit dem Fuß bedient wird, welches ein sogenanntes Potentiometer bedient. Das ist eigentlich ein Filter, der je nach Stellung des Pedals dann bestimmte Frequenzen aus dem Signal herausnimmt. Nämlich, wenn das Pedal in der vorderen Stellung ist, die hohen Frequenzen verstärkt, die tiefen rausnimmt und in der Stellung natürlich die tiefen verstärkt und die hohen herausnimmt. Ja, das 95Q hat allerdings noch wesentlich mehr zu bieten. Nämlich, wie es schon sagt, Q, haben wir einen Equalizer verbaut. Der Equalizer hat folgende Möglichkeiten, dass wir nämlich unseren Sound von einem sehr aggressiven Wah-Sound zu einem etwas weicheren und umgänglicheren Wah-Sound verändern können und natürlich, dass wir auch die Lautstärke anpassen können. Dafür haben wir des Weiteren auch noch einen fußschaltbaren Boost-Schalter, mit dem wir bis zu 15 Dezibel und Clean Boost unseren Sound boosten können. Ja, was das Crybaby 95Q außerdem noch auszeichnet, ist, dass wir nicht mehr den herkömmlichen Schalter haben, dass man praktisch das Pedal vollständig durchdrücken muss, um es zu aktivieren. Nein, wir haben hier jetzt einen automatischen Bypass. Das bedeutet, das Pedal ist auf Federn gelagert und wird nur aktiviert, sobald man den Fuß darauf stellt. Das werde ich später nochmal zeigen. Und je nachdem, wenn man in der vorderen Lage ist, kann man, wenn man das Pedal loslässt, schnappt es nach vorne und es geht sofort in den Bypass-Mode. Das finde ich ein sehr sinnvolles Feature, weil man natürlich nicht mehr ganz durchdrücken muss. Manchmal bekommt man den Schalter nicht ganz durchgedrückt. Das umgeht man mit diesem Wah-Pedal weitgehend. Ja, ansonsten würde ich mich jetzt freuen, euch einfach mal ein paar Sachen zu zeigen und viel Spaß dabei. Also, wir verwenden jetzt also eine ganz normale HSS Strat und das ist mein Clean Sound von einem Marshall DSL. Jetzt das Wah-Pedal mal ausprobieren. Und zwar, wie ich es vorhin gesagt hatte, man legt einfach den Fuß auf und sobald man drauf geht, ist es aktiviert. So, als nächstes werden wir nun mal das andere Extrem ausprobieren, nämlich an den EQ drehen, um nämlich so den anderen
Wah-Sound zu erzeugen. Das ist jetzt ein wesentlich weniger aggressiver Wah-Sound, wie ihr jetzt gleich hören werdet. Er ist wesentlich zahmer, er ist nicht so durchsetzungsfähig und er hat nicht diesen typischen Höhen, dieses Kick-Kick-Kick-Kick-Kick, das hat er eben nicht. So, und nun können wir natürlich diese zwei extrem aus den unterschiedlichen Wah-Sounds natürlich auch einfach ineinander blenden, nämlich so in die Mitte zum Beispiel gehen. So erreichen wir dann natürlich einen schönen Mischsound, ein nicht allzu aggressives, aber trotzdem schön durchsetzungsfähiges Wah-Pedal. So, kommen wir nun noch zu der sogenannten Boost-Funktion. Die Boost-Funktion wird hier über den vorhin gezeigten roten Schalter aktiviert und von nun an ist der Boost also aktiviert, sobald auch das Wah-Pedal aktiviert ist. Dafür haben wir hier natürlich, um diese 15 Dezibel Clean Boost einzustellen, den Volume-Regler. Den habe ich jetzt erst einmal ganz zugelassen. Zum Vergleich hier das Signal ohne Wah-Pedal mit Booster. So, dann werden wir jetzt mal die Hälfte des Boosters aufdrehen. So, und nun jetzt noch die vollen 15 dB zum Vergleich wieder ohne den Boost. Also man kann wohl ganz klar hören, dass der Booster wirklich das Signal stark anhebt. Und nun schauen wir uns noch einmal an, wie der Amp, also wie das Wah-Pedal jetzt auch noch am verzerrten Verstärker klingt. I'm
Cry baby, 59Q. Oh, oh, oh. Mm. Macht's gut. Vergesst nicht, abonnieren. Hier geht's zum nächsten Video. Da geht's zum vorherigen Video. Und jetzt geht, ich will kuscheln. Cry baby.